Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Dark Souls. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir den Ziegendämon besiegt und uns in die Untiefen begeben. Wie man sehen kann, bin ich jetzt auch in Untiefen, bin jetzt beim Schlechter, den wir da gefunden haben, in die Abfälle runterkommen, bin ich runtergehüpft, wo ich mich erst nicht getraut habe und muss leider sagen, das war ziemlich dumm von mir, denn ich bin jetzt hier unten mit dieser Ratte und kann hier nicht anders hinkommen als da durch. Eigentlich wollte ich meinen Stash wiederholen, was da hinten liegt, wo ich gestorben bin. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr hin. Was sehr blöd ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, diese Ratte so oder so irgendwie besiegen. So. Sieht aber so groß und böse aus. Nein, was machst du denn da? Scheiße. Na gut. Ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwas benutzen kann, was viel praktischer ist. So, wir haben ja das gute Schild, aber vielleicht ist ein anderes Schild ja hier besser. Spinnenschild, was kann das denn? 100 Schaden, 20 gegen Feuer, also. Ja, also ich würde hier unten, würde ich auf jeden Fall mal das Vergiftungszeug setzen. Wir das mithaben, und zwar. Da. Sicherheitshalber, falls wir jetzt sterben sollten bei ihm. Ich glaube, wir werden auch bei ihm sterben, weil ich weiß gar nicht, wie ich ihn killen kann. Es sei denn, ich hüpfe gleich auf ihn drauf und nehme die Hälfte seiner Energie weg. Kann man natürlich machen. Obwohl. Er stirbt gleich komplett. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das dauert ein bisschen länger, aber ist natürlich für uns gut. Will ich noch eine Leiche? Gegner hier oben? Nee. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das dauert jetzt alles etwas länger. Aber das ist ja super für uns. Trotzdem müssen wir hier uns ein bisschen. Weil hier liegen ja irgendwo meine Sachen. Da hinten zum Beispiel. Und die Ratten, die mich getötet haben beim letzten Mal. Analkammerschlüssel. Und die Sachen würde ich hier ganz gern wieder haben. Kannst du die nicht anpeilen? Wahrscheinlich. Doch, da. Da kommen wir nicht durch. Mist. Naja. Gut. Also da hinten sind wir gestorben letztes Mal, wenn ich dran erinnern könnt. Hier kann man, glaube ich, runterkommen. Aber ich glaube, dann kommen wir nie wieder hoch. Deswegen gehen wir erstmal hier nicht weiter. Hier ist eine Leiter. Da komme ich aber nicht hin. Da muss ich eigentlich eine Tür öffnen. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. Das ist schon mal gut. Hier gab es auch noch einen Weg. So, gehen wir unten rum oder gehen wir oben rum? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine fiese Ratte. Die Ratte erstmal killen. Ja, die haut natürlich ab. Wir lassen sie ruhig abhauen, die lockt uns bestimmt nur. Wir gehen einmal kurz hier längs. Ich werde mal sehen, wo es hier hingeht. Mehr Ratten. Ach, eklig, alles voll mit Ratten hier. Ja, wir müssen, ich glaube, ich gehe erst mit. Oh nein! Gehen los. Oh nein! Oh, was war das denn? Nein, jetzt bin ich noch tiefer gefallen. So ein Scheiß. Ich will doch nur meine Sachen holen. So ein Kack. Oh. Aufpassen. Das ist wahrscheinlich so schön, das Zeug da. Oh. Den können wir da gar nichts. Ja, eklige Viecher. Mein Gott. Da geht's hoch zumindest. Okay, da geht's hoch. Wo geht's hier hin? Also wieder so ein ekliger Glubschi da. Mein Gott, man kann sich auch gut verehren hier, glaube ich. Was ist noch so ein Glubschi?
Jetzt mal hier längs. Bin ich verflucht, na super. Und gestorben gleich? Was ist das denn? Oh, verdammte Axt. Oh, Leute. Das ist aber echt nicht nett. Jetzt habe ich alles verloren. Das ist ja wirklich bescheuert. Verflucht sind deine... halbiert. Befreie dich mit Hilfe eines Heilers aus Anor Londor oder eines Läuterungssteins. Ja, super. Kann ich irgendwas machen? Wo krieg ich denn einen Läuterungsstein her? Ich habe ja nicht mehr Kohle. Kacke. Das ist doch scheiße. Mein Gott. Nun gut. Gucken wir, wie wir das Fluchungszeug da wegbekommen. Ach Quatsch. Ich mache nur noch die Hälfte Schaden dann? Hey, ich dachte schon. Oh, hätte mich jetzt ja sehr aufgeregt. Okay, da muss man wirklich aufpassen. Man sieht. Aber wo kriege ich denn... Kriegt einen Läuterungsstein her? Frage. Anor Londor stand da, ne? Eine Brandbombe, ja, die können wir vielleicht gar nicht so. Die können wir vielleicht ganz gut gebrauchen. Wir laufen mal da zurück und gucken mal, ob wir unsere Sachen da noch mal finden. Wir werden wahrscheinlich nicht, aber vielleicht können wir es noch hinbekommen. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, wo ich einen Händler finde, wo ich einen Läuterungsstein kaufen kann. Aber ein Priester, ich weiß echt nicht. Well, you're not. Ja. Außer sich, ne? So, dann gehen wir wieder zurück zu unserer... Wir haben einen Schlüssel bekommen. Den können wir für irgendwas benutzen. Oh, das hat mich echt noch erwischt, ne? Mein Assi. Nein! Wildes Viech, ey. Und ich aufpassen, so wenig Leben. Reißt man ja nicht so viel. Ey. Ah, ich hasse das, echt. So, wir gehen den gleichen Weg wie gerade eben. Die Ratte ist ja tot hier, die wird ja wahrscheinlich nicht nochmal auftauchen. Nur einen anderen Weg finden.
So, und einen anderen Weg finden. Ah. Ist schon echt nicht ohne das Spiel, ne? Muss man sagen. So, wir gehen mal diesen Weg diesmal. Fällt man noch runter bestimmt. Also ich fall da runter auf jeden Fall, oder? Dann hüpft da rüber, aber dann müssen wir die Ratte ja auch erstmal wegbekommen. Was geht's denn hier hin? Eine Million Ratten? Achso, das ist der andere Weg, okay. Ach, da schießt jemand. Wer ist denn das? Ach, das ist hier so ein blöder Spinner. Okay, ist aber schwierig, den zu killen, wenn die Ratten da die ganze Zeit sind. Kann ich die hier mit locken? Ich sehe die Ratten gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Ratten hier noch sind. Das ist das Problem. Oh, scheiße. Das war ja auch richtig dumm. Wir sind gestorben. Ja, da wollte ich zu viel, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Gut. So ist es denn. Aber ich würde auch ganz gerne den Fluch erstmal loswerden. Bloß wie werde ich diesen Kackfluch denn los? Also. Weiß es wirklich nicht. Man muss denn ja irgendwo loswerden können. Aber ich überlege gerade, Arno Lando ist da unten diese Ruinen. Aber wo kriegt man. Wie kann man den da loswerden, ist die Frage. Auf jeden Fall kann ich doch als Fluch, kann ich dann auch die Gegner da unten besiegen, wurde mir zumindest erzählt. Aber, trotzdem. Okay, weiß nicht, müssen wir vielleicht mal da runter marschieren. Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, wir werden einmal kurz zurückgehen zu dem. Ich habe bloß keine Seelen, aber vielleicht kann ich ja über so ein paar. Ich habe ja so ein paar Seelen. Vielleicht kann ich ja mit den Seelen Erläuterungsstein kaufen, aber ich weiß nicht, wie viele Seelen ich noch habe. Nehmen wir mal jetzt nicht, wie viel habe ich denn da? Ich habe eine große, drei normale, zwei große. Ja, wie viele es sind. Aber vielleicht sollten wir mal
zu diesem. Der Priester, der da bei den Gargoyles stand. Hat der nicht irgendwie. Hat der mir sowas verkauft? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt sind hier ein paar mehr. You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Wie ist denn das denn? You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you know we must not let this curse overcome. Okay, also. Die reden anscheinend nicht so richtig mit uns. Vielleicht weil wir verflucht sind, ich weiß es nicht. Wir werden jetzt einfach mal da hochlaufen, weil ich meine, da oben war doch so ein Typ, bei dem man was kaufen konnte. Bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Dafür gibt es ja hier die Abkürzung. Wo war die denn nochmal? Hier war das hier hoch. Die haben wir genutzt, um bei den Gargoyles runterzukommen. Es gab so einen Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob es war hier. Ah, ne? So, und landen wir nämlich direkt wieder oben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gezeigt hatte im Video. Aber eigentlich ist die ganz cool, weil die wirklich, glaube ich, die geilste Abkürzung ist überhaupt. Weil man denkt gar nicht, dass man da bis dahin hinkommen kann. So. Sind wir hier gelandet? Ah, kennt ihr das noch? Oh, ne? So. Axt hier besser. Passen. Shit. Bring mir. Blöde mit so wenig Energie. Doof. Ich werde tot sein jetzt, ne? So. Da stand auch dieser blöde Priester da oben. Den das da. Den das kommt? Zumindest war da einer oben, ich bin mir ganz sicher. So, hoch. Über den kann ich mich von irgendwelchen Sorgen freikaufen. Ja. Also die Gargoyles sind ja besiegt hier. Für uns natürlich sehr praktisch war. Die waren auch wirklich. Ja, an den habe ich auch schon geknabbert. Ich muss sagen, der Ziegenpeter ging einfacher. Da steht er doch schon. So. Ich den nochmal. Greetings. I am pleased to see. Vergebung erbitten. Vergebung erbitten. Vorgesehen. Was? 15.000? Okay, so gesehen habe ich ja gar nicht. Muss man ganz den schon kaufen. Erläuterungssteine. Brauchen wir 3.000 Seelen für. Kann man den nur einmal benutzen oder mehrere Mal benutzen? Das ist die Frage. Wahrscheinlich nur einmal, ne? Ja. Gut, aber den müssen wir wohl einmal kaufen, denn so will ich nicht weiter rumlaufen. Ja, wie viel wir haben. Noch gar nicht so sicher. So, große Seelen nutzen 2. Okay, den kriegen wir jetzt noch schnell zusammen. Und dann haben wir noch die große Seele, nehmen wir nochmal. Oh, okay. Okay, müssen wir doch ein paar. Wir haben noch ein paar kleine, ne? Ja. Nehmen wir alle 3 hier. Oh. Hab ein bisschen mehr als gedacht. Jetzt können wir das kaufen.
Kann ich noch gleich benutzen? Super. Gut. Das können wir uns ja natürlich noch auf dem Weg dahin nochmal machen. Eigentlich hätte man noch ein paar mehr kaufen sollen, aber so viel Geld habe ich leider nicht. Hätte ich es gerne gemacht. Kann ich rumlaufen irgendwie? Was denn? Noch andere Wege, habe ich gar nicht geguckt letztes Mal, ne? Ob man hier noch irgendwo hin kann vielleicht. Kann ja gut sein, dass es hier noch einen anderen Weg gibt. Aber den scheint es nicht zu geben. Das lässt es nicht erkennen. Hier immer runterfallen, springen? Nö. Nee, gut. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder für heute. Wurde jetzt nicht so viel gezeigt, aber ihr habt gesehen, wie ich eine fiese Ratte fertig gemacht habe. Die jetzt auch nicht sonderlich schwer war, das gebe ich zu. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.